Die Bewohner von Rungholt hatten es zu sagenhaftem Reichtum gebracht. Nichts und niemanden fürchteten sie, auch nicht die oftmals stürmische Nordsee. Laut einer Ballade von Detlef von Lilienkron zogen sie am Abend auf den Deich, ballten die Fäuste und riefen: Wir trotzen dir, blanker Hans, Nordseeteich. Eines Abends saßen wieder einmal einige Rungholter beim Bier. Prost! Prost! Jo, Prost! Prost! Das Gespräch kam auf den ewig mahnenden Pfarrer. Sie wollten ihm einen Streich spielen. Sie machten das Schwein des Wirtes betrunken und legten es ins Bett. Nun wurde der Pfarrer gerufen, um einem Sterbenskranken die letzte Ölung zu erteilen. Der brave Pfarrer eilte zu dem vermeintlich Todkranken. Natürlich verweigerte er entrüstet dem Schwein den Segen. Ein Wort gab das andere, man drohte ihm sogar Prügel an, aber der Pfarrer entkam mit knapper Not. Zwei Rungholter verfolgten ihn und konnten ihn auf der dunklen Straße abfangen. Unerkannt fragten sie ihren Pfarrer, warum er es so eilig hatte. Der erzählte von der schmachvollen Gotteslästerung. Ob er denn die Hostien bei sich hätte, wurde der Pfarrer scheinheilig gefragt. Guten Glaubens zog er das Kästchen mit den Hostien hervor. Die zwei Rungholter schütteten aber Bier auf die Hostien und sagten lachend, wenn die Hostien darin der Leib Jesu sind, dann säuft er jetzt mit uns. Voller Wut eilte der Pfarrer zu seiner Kirche und betete, dass dieser Frevel gesühnt würde. In derselben Nacht warnte ihn Gott im Traum. Er solle sich sofort in Sicherheit bringen, denn zur Strafe wolle er Land und Leute verderben. Kaum war der Pfarrer in Sicherheit, da kam auch schon die vernichtende Flut. Nur er und zwei Mädchen, die sich auf einer entfernten Kirchweih befunden hatten, überlebten als einzige Rungholter. Es heißt, alle 7 Jahre taucht Rungholt zur Johannisnacht unversehrt aus dem Meer wieder auf.